Zeller-Muslims und Jesiden stehen gemeinsam gegen Gewalt und weitere Ausschreitungen. Wir haben heute eine Sitzung berufen. Wir haben alle Jugendlichen gerufen hier in Celle. Ich hoffe, dass alle kommen werden. Wir werden denen unser Gespräch von gestern mitteilen, was wir hier in einer Runde beredet haben. Und wir werden auch nochmal ganz deutlich sagen, dass wir gegen solche Menschen stehen, die in unserer Gesellschaft für Ärger suchen. Dieselben Situationen wie hier auch in Celle gab es auch schon in anderen Städten in Deutschland. Dahinter steckt jemand, der das Ganze provozieren will, der es dazu bringen will, dass wir Muslime mit den Jesiden hier einen Krieg führen. Und Sie stehen jetzt ja hier alle zusammen. Werden Sie in Zukunft dann enger zusammenarbeiten? Wie sieht das aus? Ich hoffe es. Also mich würde das freuen. Also wir wollen in Zukunft mehr Dialoge führen. Es ist egal, ob das jetzt muslimische Tschetschenen sind, muslimische Kurden oder Aram oder auch Deutsche oder wie sind. Wir wollen in Zukunft mehr Dialoge führen, in Zukunft auch mehr unsere Gesellschaft aufklären, dass nicht gleich jeder, sag ich mal, der in einem Outfit rumläuft, einer Gruppierung angehört. Wir hoffen, dass auch dann unsere Arbeit Früchte tragen wird in Zukunft. Wir haben bis jetzt gemeinsam gelebt und auch nie Probleme gehabt. Auch jetzt werden wir gemeinsam leben und auch keine Probleme haben. Genau. Ich möchte noch mal ganz deutlich zur Sprache bringen, dass ich im Namen des jesidischen Kulturzentrums jegliche Gewalt verurteile und ablehne und wir uns von jeglicher Gewalt distanzieren. Egal von welcher Seite sie auch kommt, von der jesidischen Seite, von der muslimischen Seite, von der christlichen Seite. Und wir wollen auch ein Zeichen setzen, indem wir hier gemeinsam stehen, dass wir diesen Menschen keinen Spielraum lassen werden, in Zukunft unseren Frieden, den wir hier gemeinsam uns erarbeitet haben, zu stören. Das ist unser Appell an die Jugendlichen, zu Sinnen zu kommen und dass sie auch wissen, dass wir es nicht zulassen werden, dass unser Frieden gestört wird.